Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Der Krieg in der Ukraine geht unvermindert fort. Immer mehr Menschen flüchten vor Wladimir Putins Bomben, die auch immer stärker Zivilisten treffen. Die EU versucht es mit Sanktionen, aber weiß selber nicht, wie weiter. Österreichs Parlament streitet darüber, ob Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, dort auftreten könnte, ob das mit der österreichischen Neutralität vereinbar sei, und gleichzeitig gibt es Sorgen, dass der Krieg in der Ukraine auch den Westbalkan destabilisieren könnte. Wie es mit all dem ausschaut, möchte ich jetzt Verfassungsministerin Caroline Edtstadler fragen, und ich freue mich, Sie per Zuschaltung begrüßen zu können. Hallo, Frau Minister. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Daniel. Fangen wir als Erste mit dem österreichischen, ich sag's jetzt, Theater rund um einen vielleicht oder vielleicht auch nicht Auftritt von Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, im österreichischen Parlament. Da haben sich Blau und Rot dagegen ausgesprochen, weil das nicht mit Österreichs Neutralität vereinbar sei. Wie sehen denn Sie das? Das sehe ich nicht, dass es hier zu einem Problem mit der Neutralität kommen würde, weil ganz klar ist, dass wir nicht neutral sind gegenüber Krieg, gegenüber Terror, gegenüber Völkerrechtsbruch. Und das ist es, was hier seit jetzt rund mehr als 3 Wochen passiert durch den Krieg Putins. Also das ist aus meiner Sicht nicht das Problem. Gleichzeitig sage ich dazu, dass ich als Verfassungsministerin natürlich für eine Gewaltenteilung eintrete. Und es ist Entscheidung des Parlaments, wie es damit umgeht. Und das ist auch das, was passieren wird. Aber sagen wir dann, damit wir die Gewaltentrennung nicht verletzen, wenn zum Beispiel Volodymyr Zelensky vor einem österreichischen Ministerrat sprechen würde, also vor der Regierung, wäre das kein Bruch der Neutralität? Da muss man jetzt dazu sagen, es ist nicht sehr üblich, dass im Ministerrat Personen eingeladen werden zu sprechen. Das ist einmal das eine, weil der Ministerrat ist ein geschlossenes Gremium, wo es auch ein entsprechendes Geheimnis gibt zu wahren, wo einstimmig Beschlüsse gefasst werden. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht das geeignete Gremium, um es als Vergleich heranzuziehen. Aber ich kann Ihnen ein anderes Beispiel geben. Ich bin in den letzten 14 Tagen 2-mal physisch zusammengetroffen mit dem ukrainischen Botschafter hier in Wien und habe besprochen, wie es aus Ihrer Sicht weitergehen kann, was seine Einschätzung ist, was auch seine und ihre Wünsche sozusagen sind an Österreich, aber auch an die Europäische Union. Ich bin auch im Kontakt gewesen via Zoom-Schaltung mit einem Berater des Präsidenten Zelensky, und bei all dem sehe ich kein Problem mit der Neutralität, weil wir nicht neutral sind gegenüber Krieg, Terror und Völkerrechtsbruch. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben mit dem ukrainischen Botschafter geredet. Da hat man schon den Eindruck, dass die Ukraine sich vom Westen, auch von der EU, mehr erwartet. Was kann eigentlich die EU noch machen? Es ist ganz richtig, was Sie sagen. Man erwartet sich natürlich hier entsprechende Solidarität, ein geeintes Auftreten der Europäischen Union. Und das passiert auch. Ich habe heute in der Früh zuletzt den ukrainischen Botschafter in Wien getroffen, hier im Bundeskanzleramt. Wir haben gestern beim Rat Allgemeiner Angelegenheiten natürlich über dieses Thema gesprochen. Und es herrscht hier auch große Einigkeit in der Europäischen Union, dass man natürlich der Ukraine diese Perspektive auf einen Beitritt zur Europäischen Union eröffnen muss, dass man gerade jetzt in der Situation auch zeigen muss, dass es ein europäisches Land ist, dass es den Artikel 49 der EU-Verträge gibt, wonach ein europäisches Land natürlich Recht hat, Antrag auf Mitgliedschaft zu stellen. Und die Kommission hat gestern auch ganz deutlich gemacht, dass man jetzt beschleunigt auch diesen Antrag der Ukraine prüfen wird. Aber was es nicht geben wird, ist ein Fast-Track-Verfahren, dass man also sagt, bis zu diesem und jenem Zeitpunkt ist die Ukraine jedenfalls Vollmitglied der Europäischen Union, denn da gibt es sehr komplexe Verfahren, die extra für diese Aufnahmen von weiteren Staaten entwickelt worden sind, und die sind auch einzuhalten, auch in diesem Fall. Aber emotional verstehe ich das sehr, dass natürlich das wichtig ist für die Bevölkerung in der Ukraine, auch für den Präsidenten und die Regierung dort.
Sie sind ja auch Europaministerin und Sie haben jetzt angesprochen, die EU sei da sehr geeint. Gleichzeitig kriegt man natürlich immer wieder die Berichte mit, Polen hat offiziell jetzt gesagt, die EU-Staaten sollten auch ein Ölembargo machen nach dem Modell der USA gegen Russland. Da sind mehrere Staaten, zumindest Deutschland und Ungarn, offenbar strikt dagegen. Wie ist eigentlich Österreichs Position? Was gestern ganz deutlich geworden ist bei dem Rat der Europaminister, wir haben ja vorbereitet den Europäischen Rat, der morgen und am Freitag in Brüssel stattfinden wird, wo alle Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Also was ganz deutlich geworden ist, ist, dass die Europäische Union geeint ist wie nie zuvor. Gleichzeitig muss man aber natürlich sehen, dass es unterschiedliche Betroffenheiten gibt, gerade wenn wir von der Energieabhängigkeit sprechen. Da ist natürlich Österreich ein Land, das stark betroffen ist, aber auch andere Länder wie zum Beispiel Bulgarien, Rumänien sind hier stark betroffen. Und was wir gestern auch besprochen haben, und das ist wahrscheinlich auch die Antwort auf Ihre Frage, ist, dass wir natürlich nach außen weiterhin geeint auftreten werden, dass wir aber im Internen auch darauf achten, dass wir über niemanden drüber fahren, dass wir auch immer versuchen, uns in die Schuhe des anderen zu stellen und dass es nichts nützt, wenn man jetzt sagt, man macht ein Embargo und dafür geht in einem Land das Licht aus und es ist kalt. Ja, also vor dem Hintergrund, dass der Frühling und der Sommer kommt, kann man das jetzt vielleicht lockerer sehen, aber das ist auch nicht so, denn die Wirtschaft und die Industrie wollen weiterlaufen und wir sind sehr vernetzt und verzahnt, auch in der Europäischen Union. Und daher ist es ganz wichtig, jetzt aufeinander zu schauen. Es gibt ja jetzt schon große Probleme mit den Steigerungen der Energiepreise. Da gibt es ja auch jetzt einen Gipfel der Regierung mit den Sozialpartnern. Gibt es da auch den Versuch, EU-weit Lösungen zu finden? Es ist natürlich eine klassisch nationale Aufgabe, die eigene Bevölkerung auch zu entlasten. Die österreichische Bundesregierung tut das in einem sehr umfangreichen Ausmaß und als eines der allerersten Mitgliedstaaten, die das auch so deutlich macht. Wir haben seit Beginn des Jahres, und jetzt haben wir gerade einmal Ende März, eine Entlastung von 4 Milliarden Euro für die Österreicherinnen und Österreicher geschnürt, in unterschiedlichen Bereichen. Da geht es natürlich auch um die Heizkosten, um die Treibstoffpreise. Das geht in viele, viele Bereiche rein und wir versuchen hier, das auch so zu tun, dass wir möglichst viele Menschen hier entlasten können und dass das auch fair verteilt ist. Und nur als Beispiel und zum Vergleich, Deutschland hat das jetzt auch gemacht. Also das ist noch einmal klassisch eine Aufgabe, die die nationalen Staaten zu leisten haben, auch in einem Ausmaß von 4 Milliarden Euro, was bedeuten wird, dass Österreich hier 10-mal mehr entlastet als Deutschland. Sie fahren nächste Woche auch in den Westbalkan. Da gibt es durchaus Befürchtungen, dass diese ganze Krise und dass das auch bewusst via Russland aus passieren könnte, dass da einzelne Staaten destabilisiert werden. Was haben Sie da für einen Eindruck und was ist das Ziel Ihres Besuches? Mir ist ganz wichtig, dass wir vor dem Hintergrund des Kriegs und diesen Riesenherausforderungen, vor denen wir stehen, nicht auf die Länder des Westbalkans vergessen, ja, dass wir da hinschauen und sie unterstützen. Es sind 6 Länder, die teilweise seit Jahrzehnten darauf warten, den nächsten Schritt im Beitrittsprozess machen zu können. Wir haben hier viel erreicht, gerade im Jahr 2020, indem wir beschlossen haben, einstimmig im Übrigen, weil das ja auch notwendig ist, dass Nordmazedonien und Albanien endlich den nächsten Schritt machen dürfen. Und dann ist in Wahrheit über 2 Jahre nichts passiert. Und da darf man nicht aus den Augen verlieren, dass das dort ja mit der Bevölkerung auch was macht. Selbst wenn die Reformprozesse von den Regierungen vorangetrieben werden, dann muss die Bevölkerung ja auch spüren, dass man in der EU willig und fähig ist und auch glaubwürdig vermittelt, dass man diesen Westbalkanstaaten eine Perspektive geben kann und will. Und das ist das Ziel auch meines Besuches, das einmal mehr zu vermitteln. Ich bin ja auch vor wenigen Wochen in Bulgarien gewesen und ich habe das Gefühl, dieses Problem, das es hier gibt, auch zwischen Nordmazedonien und Bulgarien, dass das dabei ist, gelöst zu werden. Und hier wollen wir bestmöglich unterstützen, dass dem auch wirklich so ist. Eine Debatte betrifft aber auch Serbien. Da gibt es die Gespräche, soll es schneller zur EU kommen? Da warnen ziemlich viele, dass gerade Vucic ein Verbindungsmann zu Wladimir Putin ist und dass das ein sehr gefährliches Spiel sein könnte.
Ich glaube, es geht weniger darum, dass man jetzt sagt, es muss schneller gehen, sondern es muss effizient vorangehen. Wir haben im Jahr 2020 die neue Methodologie entwickelt, also dass nach Clustern auch diese Beitrittsarbeiten, die vorgenommen werden müssen von den Ländern, die beitreten wollen, abgearbeitet werden, um mehr Effizienz hineinzubekommen. Und man muss natürlich auch die Möglichkeit eröffnen, dass es hier immer wieder Aussprachen gibt. Und gerade vor dem Hintergrund, dass es hier auch starke Beziehungen, das braucht man nicht in Abrede stellen, gegenüber, also zwischen Serbien und Russland gibt, führt dazu, dass aus meiner Sicht die Europäische Union noch klarer sein muss und sagen muss, wir binden euch an uns. Wir wollen euch bei uns, bei den europäischen Werten dabei haben. Und jetzt der Krieg in der Ukraine zeigt ja, dass Putin versucht, die Europäische Union zu spalten, hineinzugrätschen in unsere Werte, die uns in den letzten Jahrzehnten Frieden, Freiheit, Wohlstand garantiert haben. Und da gilt es dagegen zu halten und nicht jetzt den Fehler zu machen, zu sagen, na ja, also eigentlich wollte man ein anderes Verhalten von Serbien sehen. Das sind natürlich auch viele ja, energietechnische Hintergründe gegeben und da muss man versuchen, auch diese Länder rauszulösen aus diesen Abhängigkeiten und rasch, effizient an die Europäische Union binden. Zwei Themen, die noch unmittelbar uns auch treffen können aufgrund des Ukraine-Kriegs, ist einerseits die Flüchtlingsströme, die es derzeit gibt. Es sind Millionen von Ukrainern vor den Bomben von Wladimir Putin derzeit auf der Flucht, die meisten derzeit noch in Polen. Aber ist Österreich da gerüstet? Österreich ist jedenfalls willens und auch in der Lage, hier bestmögliche Unterstützung zu bieten. Wir tun wirklich, was auch notwendig ist, da zu tun. Um eine Zahl zu nennen, wir haben ungefähr 10 Millionen, wie das so auf Englisch heißt, displaced people. Das heißt noch nicht, dass die 10 Millionen alle aus der Ukraine geflohen sind, aber dass sie nicht mehr an ihren ursprünglichen Heimatorten sind. Dass sie eben vor Verfolgung, vor Krieg fliehen mussten. Und wir wissen, dass rund 2 Millionen schon in Polen sind. In Österreich sind es derzeit rund 200.000 Menschen, die die Grenze auch nach Österreich übertreten haben und um 17.000, die auch wirklich angesucht haben, hier einen Status zu bekommen und hier vorübergehend auch Schutz finden zu dürfen. Das ist eine große Herausforderung insgesamt. Auch da haben wir gestern mit den Europaministern der unterschiedlichen und stark betroffenen Ländern gesprochen und es ist wichtig, dass wir auch vor Ort helfen, denn man muss sich ja eines vorstellen. Die Situation ist ja so, dass viele einfach ganz stark hoffen, und ich kann das so nachvollziehen, schnell wieder zurückkehren zu können zu ihren ja, Häusern oder das, was davon übergeblieben ist, wieder Aufbauarbeit leisten zu können. Und die wollen möglichst nicht weit weg von der Grenze der Ukraine. Und daher ist es auch wichtig, neben dem, was Österreich tut für die Flüchtlinge vor Ort, Unterstützung mit Hilfsgütern zu leisten. Und das haben wir auch vor Ort schon getan mit rund 170 Millionen Euro. Das Zweite, das natürlich jetzt Europa schon seit einigen Wochen beschäftigt, ist eine neue Sicherheitsarchitektur. Sie haben es auch vorher kurz angesprochen. Da geht es jetzt natürlich auch um eine EU-Armee. Da wird jetzt in Österreich schon diskutiert, welche Rolle kann, soll Österreich da spielen? Ja, ich darf das vielleicht ein bisschen globaler formulieren. Es hat am Montag einen Rat gegeben, nicht nur der Außenminister und der Landwirtschaftsminister, sondern auch der Verteidigungsminister. Und dort ist der sogenannte strategische Kompass beschlossen worden. Das heißt, man will sich in Zukunft besser aufstellen. Und nur ein Teil ist diese schnelle Eingreiftruppe von 5.000 Soldatinnen und Soldaten, die im Jahr 2025 einsatzfähig das erste Mal sein soll und die aufbaut auf diesen Battlegroups, die es schon gegeben hat und wo man auch geübt hat gemeinsam und gesehen hat, wie man besser zusammenarbeiten kann. Und all das ist es jetzt, was wir beachten müssen. Wir haben, und auch ich nehme mich da nicht raus, bis vor kurzem ausgeschlossen, dass es eine Panzerschlacht auf europäischem Boden geben könnte. Wir sind jetzt leider eines Besseren belehrt, aber wir haben zu diesen Bedrohungen, die jetzt sich verwirklicht haben, auch die Bedrohungen, was Cyber betrifft, die Bedrohung, dass plötzlich Energie abgedreht werden könnte oder nicht mehr in dem Maße fließt, wie wir es gewohnt sind, damit wir all das tun können und auch die Industrie und die Wirtschaft leben kann. Und wir haben die ganz akkurate Bedrohung auch durch Desinformation. Und das halte ich auch für ein ganz, ganz gefährliches Momentum, denn das kann die Gesellschaft spalten. Und da müssen wir auf all diesen Ebenen dagegen arbeiten. Und das ist alles sozusagen eingebettet auch in diesen strategischen Kompass, dass wir hier
Partner finden, zusammenarbeiten, schauen, wie können wir Synergien schaffen und auch resilienter werden gegen Bedrohungsszenarien in seiner ganzen Bandbreite des 21. Jahrhunderts. Gut, Frau Minister, dann bedanke ich mich und ich erspare Ihnen jetzt Fragen zum Corona-Management der Regierung, weil das nicht Ihr Ressort ist. Und damit Dankeschön. Ich danke Ihnen. Schönen Abend. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und nach dem Gespräch mit Ministerin Edtstadler geht es dann weiter mit dem Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp, der natürlich Österreichs Neutralität ganz anders auslegt. Bleiben Sie dran.